Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Und ja, wir haben wieder ein kleines Status-Report-Video am Laufen. Und zwar sind ja am 16.02. die Status-Reports, wollte ich gerade sagen. Der Status-Report ist da online gegangen von Brian Hicks und seinem Development-Team. Und ich möchte euch ein bisschen was dazu erzählen, was genau drin vorkam, wie zurzeit die aktuelle Lage ist. Und dann lege ich doch direkt mal mit was Interessantem los. Und zwar mit den Items, die ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen habt, dass es neue Items geben wird wieder, beziehungsweise noch mehr. Ich habe in meinem letzten Video zu 0.60 schon ein bisschen was vorgestellt. Jetzt sind noch ein paar Sachen dazugekommen, unter anderem Waffen. Und zwar einmal die Grocer 1. Da sehen wir definitiv ja auch irgendwie ein neues Visier oben drauf, was definitiv ja kein Long Range Scope oder Hunting Scope ist, wie wir es bisher kennen. Nein, es soll ein komplett neues Scope sein. Da bin ich mal gespannt, welchen Zoom-Faktor wir dort haben werden. Auf jeden Fall sieht es stark nach einem Vergrößerungsvisier aus. Dann haben wir noch die MP2A1, besser bekannt als Uzi, auch mit dabei. Ja, als kleine tragbare Waffe nehme ich mal an. Schön mobil, die wird wahrscheinlich nicht allzu viele Slops im Inventar wegnehmen und kann dann bestimmt unter anderem die CZ oder die MP5 ersetzen, die man ja sonst eigentlich ganz behende in seinem Rucksack noch mittragen konnte. Und natürlich darf man an dieser Stelle das Nachtsichtgerät nicht vergessen, was sie auch angekündigt haben noch als neuen Item. Das heißt, dass die dunklen Nächte bei... Die dunklen Nächte ist auch wieder gut, ne? Die hellen Nächte wäre auch ein bisschen schlecht gewesen. So brauchen wir auf jeden Fall in der Nacht bei DayZ auch nicht mehr den Gamma-Wert übelst hochstellen, damit wir was sehen. Nein, dann haben wir auch wieder diese tolle grüne Sicht, wie man sie aus Arma 3 oder Arma 2 halt bereits kennt. Da bin ich auch mal interessiert, wie genau sie das implementieren möchten und wie das am Ende dann ausschaut. Vor allem interessiert mich mal, auf welchem Server denn jetzt überhaupt gerade noch Nacht herrscht. Ich habe jetzt hier schon Ewigkeiten natürlich auch wieder auf Publics und auf dem Whitelist-Server natürlich gespielt. Hier bei Rasselbande. Nacht ist ja eigentlich so gut wie gar nicht gewünscht. Hat jemand von euch überhaupt noch mal eine Nacht gesehen? Ist ein Server noch da, die nachts laufen? Ich habe mich jetzt natürlich nicht so direkt umgeguckt. Es gibt ja Only Night Server wahrscheinlich auch noch. Aber ich denke, da spielen die wenigsten drauf. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wann ihr das letzte Mal auf einem Nachtserver gespielt habt. Schreibt es mir doch mal unten ab in die Comments. Und ob die Nächte auch lang sind oder ob das nur so eine kurze Phase ist von der Nacht und dann eigentlich gleich schon wieder Morgengrauen ist, wie man das bei anderen Servern kennt. Wie gesagt, einfach mal ab in die Comments. Unter anderem soll für die Fahrzeuge noch ein paar neue Sachen kommen, und zwar ein Ölkanister, Bremsflüssigkeit und, wie ich es auch in meinem letzten Video schon angesprochen hatte, unterschiedliche Kraftstoffarten, das heißt Diesel und Benzin. Das soll ja auf jeden Fall auch noch kommen, also wurde das insoweit auch nochmal bestätigt. Gut, kommen wir jetzt auf jeden Fall mal zu den Sachen vom Status-Report am 16.02. explizit. Und dort dreht sich alles hauptsächlich natürlich um den neuen Renderer. Das wäre ja dann die erste Implementierung des neuen Renderers, operierend halt auf DirectX 11. Und da versprechen uns die Entwickler bereits exzellente Performance-Steigerungen in Generis, natürlich auch Verbesserungen im Bereich der visuellen Genauigkeit. Mit diesem Versprechen lehnen sie sich schon weit raus. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was da definitiv passiert. Brian Hicks hat ja jetzt letztens erst ein Video dazu hochgeladen, wie genau sich das mit dem Renderer verhält, beziehungsweise auch mit dem Regen. Und dort haben wir einen kleinen Einblick bekommen. Ich lasse es ja hier im Hintergrund gerade ein bisschen laufen, damit ihr das auch seht. Natürlich ist das alles noch nicht komplett ausgereift, jeweils noch nicht komplett. Noch kleinere Bugs sind zu beheben, aber ansonsten muss ich sagen, sieht das Ding echt schick aus. Und ich bin echt gespannt, wie sich das am Ende denn auf der Stable-Version auswirken wird oder beziehungsweise wie das dort ausschaut. Kommen wir jetzt wieder zu der Strichliste. Die Entwickler haben natürlich ein paar abgeschlossene Aufgaben und mit denen befassen wir uns jetzt. Also abgeschlossene Aufgaben sind unter anderem die detailliertere Bodenschattierung. Ja, das heißt, dass im Endeffekt der Boden selbst nicht besser Schatten wirft, sondern dass besser Schatten auf dem Boden geworfen wird oder auch halt die Elemente, die auf diesem Boden stehen. Dann haben sie noch abgeschlossen die Parallelisierung und die True Sky Implementierung, aber dazu habe ich ja auch schon was im letzten Video gesagt. Momentaner Fokus liegt natürlich auf der Optimierung von den Lichtverhältnissen. Dort sind sie immer noch weiter am Schrauben, dass natürlich die Lichtverhältnisse optimal wirken, gerade natürlich auch was Taschenlampen angeht oder halt künstliche Lichthilfsmittel, genauso aber auch wie das Licht in Gebäuden, das dann zum Beispiel durch die Sonne reingeworfen wird und sich rein theoretisch an Kacheln widerspiegelt etc. Dann gleichzeitig noch natürlich die Fertigstellung von True Sky
und Unmengen an Fehlerbehebung. Also sie konzentrieren sich wirklich gerade drauf, wirklich die ganzen Fehler, die ganzen Bugs, alles wirklich in den Griff zu bekommen, um natürlich mit dem Hauptziel irgendwann der 1.0-Version dann irgendwann auch mal mit einem Bug- oder fehlerfreien Spiel dazustehen. Die Designteams arbeiten derzeit mit ersten Entwürfen für das Hauptmenü, die Serversuche und das Inventar-Interface. Das soll ja definitiv einmal noch komplett umgemodelt werden. Das heißt, so wie das jetzt natürlich in der Alpha aussieht, soll das nicht die ganze Zeit aussehen, aber das konntet ihr euch bestimmt schon denken. Ich persönlich bin sehr gespannt auf die Änderung an der Central Economy, die mit 0.6 dann ja im Endeffekt kommen wird, beziehungsweise dieses mit sich bringen wird. Denn dort wollen die ja diese wiederholten gruppierten Item-Spawns jetzt endlich regulieren. Das heißt, dass die globale Itemsättigung deutlich verbessert wird. Ne, so wie die Fälle von wiederholten Item-Spawns in einigen Strukturgruppen, dass sie das dort drastisch reduzieren. Ihr kennt es selbst, halt die Unmengen Loot-Explosionen aus gewissen Baracken, wo immer dasselbe spawnt und zuhauf und immer mehr und immer mehr und immer, irgendwann konnte man sich halt damit totschmeißen. Darum geht's, dass das halt drastisch reduziert wird und vor allen Dingen reguliert wird. Zuzüglich zu den genannten Änderungen wird der Zufallsspawn von Fahrzeugteilen überholt und das System erweitert, um halt Schusswaffen und ihre Attachments einzuschließen. Das heißt halt, dass bei jeder Waffe die Chance besteht, dass diese mit zufälligen Waffen-Attachments spawnt. Das heißt mit einem Visier ganz zufällig drauf, mit einem Licht oder mit einem Magazin, was ich anstatt 30 nur 16 Schuss drin hat und so weiter. Dadurch wollen die das halt auch so regulieren, dass mehr Magazine spawnen können, da halt weniger Loot sich in diesem Magazin befindet und so auch endlich mehr Magazine zu finden sind, aber halt trotzdem nicht noch mehr Munition im Umlauf ist. Wir kennen das ja selber, wenn jetzt hier ein 75-Schuss-Magazin bei der AKM zu finden ist, dann haben wir eben schnell 75 Schuss für die SKS, das ist schon hart. Und gerade da wird es wahrscheinlich auch besser sein, wenn da einfach mal weniger Munition drin ist, um das besser zu regulieren und dann vielleicht auch mal seltenere Magazine wesentlich öfter spawnen und trotzdem die Munition nicht einfach, ja, wie soll ich sagen, schon ein Giveaway ist. Derzeit wird auch noch stark am Animationssystem gearbeitet. Zum Beispiel halt, wenn der Spieler steht und ein Gewehr wegsteckt, kann er zugleich beginnen, sich zu bewegen oder umgekehrt. Das ist ja bis jetzt immer so das Problem, dass wenn wir die Waffe wegstecken, steif stehen bleiben, wirklich wie so ein Baum und in dem Moment eigentlich total angreifbar sind. Genau das wollen die im Endeffekt lösen, sodass dort auch wesentlich flüssigere Animationen stattfinden. Genauso, dass man sich aber auch während des Waffeziehens hinlegen kann etc. Und da arbeiten die gerade stark dran und machen wohl, wie ich das rauslesen konnte, echt starke Fortschritte. Natürlich wird auch noch viel Wert auf, auf die Stimme, auf das Kommunizieren auf dem Server gelegt. Das heißt, dass zum Beispiel Megafone, tragbare Radiosender und wie die statische Radiostation auf dem Altarhügel, wie ihr da wahrscheinlich auch schon Bilder von gesehen habt, wie die da zum Einsatz kommen werden. Weiter wird im Endeffekt noch erwägt von den Entwicklern, so einen Radiokassettenrekorder über das Abspielen von Online-Radios zu erwägen, um vielleicht die Möglichkeit von Stimmnachrichten zu ergänzen. Die Option finde ich auf jeden Fall auch mal sehr interessant, jemandem rein theoretisch im Tower irgendwo, wo man sich gerade befindet, eine Nachricht zu hinterlassen. Ich wurde hier gerade erschossen aus dem und dem Grund oder, keine Ahnung, hänge hier seit 2 Tagen, keine Nahrung mehr, verziehe mich jetzt. So, um Nachrichten zu hinterlassen, das lässt auf jeden Fall wirklich viel, viel Raum für Roleplay, also für gerade so eine Zombie-Apokalypse, um da selbst sich auch noch ein bisschen mehr in der Apokalypse zu fühlen, wenn man das halt so ein bisschen Hardcore-technisch oder Hardcore-Survival-technisch spielen kann, ist das bestimmt ein richtig geiles Gimmick, mit dem man echt gut arbeiten kann. An sich war es das jetzt eigentlich zu dem Status-Report. Ich selbst habe noch eine kleine Bitte an euch, weil ich das natürlich auch aus den eigenen Kreisen immer kenne. Es wird sich ja andauernd beschwert, ewige Alpha und ja, etc. Bugs hier, Bugs da, das Spiel braucht schon ewig, die Entwickler brauchen ewig und so weiter. Tut mir einen Gefallen. Beschwert euch nicht nur. Ich weiß, das ist sicherlich eine schwere Zeit gerade und das ist wirklich alles immer so nervenzehrend. Aber nutzt doch auch mal den Feedback-Tracker. Ich meine mal ganz ehrlich, von den Leuten, die sich beschweren, wie viele davon nutzen wirklich den Feedback-Tracker, der bei der Alpha ja maßgeblich ist, dass die Entwickler sehen, was falsch läuft und damit die daran arbeiten können. Wer von diesen Leuten nutzt diesen Feedback-Tracker, damit es besser wird? Die meisten beschweren sich einfach nur und tun nichts dafür, dass es vielleicht sogar besser läuft.
einigen wird jetzt so ein Licht aufgehen, so von wegen so, Feedback-Tracker, ja natürlich, wozu ist denn eine Alpha da? Eine Alpha ist da, um im Endeffekt gerade sowas herauszufinden. Wir haben zwar dafür bezahlt, das mag richtig sein, aber genauso haben die das auch nur vorher zur Verfügung gestellt, damit natürlich die mit uns gucken können, was genau verbessert werden muss und wie man dieses erreicht. Also Feedback-Tracker nutzen, weniger beschweren, es geht doch voran. Ich meine, wir sehen doch mittlerweile, dass die hart dran arbeiten, dass andauernd Verbesserungen kommen und das nicht zu wenig. Gut, liebe Leute, es sollte bloß eine kleine Anregung sein, ja, jetzt nicht gleich wieder ausrasten. Wie gesagt, nehmt es euch einfach mal zu Herzen und vielleicht könnt ihr ja auch über Bugs berichten, die vielleicht vorher noch kein anderer gesehen hat. Das wäre halt super, wenn ihr das einfach dahin schreibt und so euren Teil dazu leistet. Und an dieser Stelle danke ich euch wie immer fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video dabei seid. Und vielleicht sieht man sich ja mal in der Apokalypse. Und bis dahin, liebe Freunde, bin ich jetzt erstmal raus und wünsche euch wie immer was. Euer Gunshot.